Herzlich willkommen zu einem weiteren Fotodialog. Hoi Philipp. Hoi Nato. Das heutige Thema ist fotografische Weiterentwicklung. Also besser gesagt, wie kann ich besser werden beim Fotografieren? Ja, ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ja. Betrifft uns zwei ja natürlich. In dem Sinn auch. Ja. Also ich will auch eigentlich immer weiterkommen in meiner eigenen Fotografie. Richtig. Und von dem her ist es schon eigentlich ein spannendes Thema. Wie kommt man weiter? Was gibt es für Möglichkeiten, wie man weiterkommt? Mit was soll man sich auseinandersetzen, um weiterzukommen? Und das ist meine Frage mal an dich. Auf was schaust du? Oder für was tust du dich interessieren, damit du für dich selber in deiner Fotografie weiterkommst? Genau. Also ich finde, dass etwas, was ganz wichtig ist, ist andere Fotografen anschauen, Bilder von anderen Fotografen anschauen. Also Fotografen, die mir gefallen, die ich nicht kopieren will, aber wo ich mich inspirieren lassen kann. Das heisst, ich kaufe auch Fotobücher oder E-Books, was auch immer, gehe im Internet recherchieren, aber ich schaue mir immer Fotografen an. Und was ich dann ganz wichtig finde, ist einfach nicht anschauen und finden, wow, das ist eine schöne Foto, sondern wieso finde ich die Foto gut? Mhm. Wieso ist die Foto gelungen? Nur so kann man das Auge schulen oder trainieren und weiterbringen, wenn ich mir auch überlege, wieso dass mir das Bild gefällt. Ja, das finde ich wichtig. Und wie hat das unter Umständen gemacht? Zum Beispiel, genau. Also ich mag mich erinnern, als ich assistiert habe, bei einem Fotograf, der hat, wenn er einen neuen Auftrag hatte, dann hat er häufig andere Zeitschriften genommen und geschaut, wie die es gemacht haben, um auch Ideen zu sammeln. Also das finde ich ist auch ganz ein wichtiger Punkt. Über andere Fotografen oder über andere Bilder kann man Ideen sammeln. Und er hat dann immer geschaut, wie ist denn das Licht gemacht worden, jetzt im Studio zum Beispiel. Und dann haben wir immer darüber diskutiert, wie das Licht entstanden ist und haben dann aufgrund von dem versucht, andere Lichtstimmungen oder ähnliche Lichtstimmungen anzubringen, die dem Fotograf dann auch wirklich gefallen hat oder wo zu dem Auftrag auch gepasst hat. Also das ist Also für mich ist das etwas ganz Wichtiges, auch das, was du sagst, eben Bilder anschauen, aber sich auch Gedanken darüber machen. Wie hat er das gemacht? Was hat er sich dabei überlegt? Was sagt das Bild aus? Auf welcher Ebene bei mir berührt mich das Bild? Das sind ganz wichtige Faktoren, die man dann auch auf seine eigenen Fotos anwenden kann. Nicht, dass man einen Fotograf kopiert, sondern einfach die Überlegung dahinter, die sollte man eigentlich übernehmen. Oder? Das ist eigentlich für mich ganz ein wichtiger Faktor, der mich sehr inspiriert, andere Fotografen anzuschauen. Wow, das ist eine gute Idee. Ich probiere auch mal etwas in dieser Art. Genau. Am Anfang tut man es vielleicht kopieren. Und ich meine, das mit der persönlichen Handschrift, das wäre dann quasi das Nonplusultra, wenn man ein Foto anschaut und sagt, die ist von Philipp. Ich sehe es gerade. Weil das ist seine Handschrift. Und das ist natürlich eigentlich das Ziel, schlussendlich, dass man sich so verwirklichen kann, dass man an den Fotos ansieht, das ist meine Foto, weil das ist ein Teil von mir. Sehe ich in dieser Foto hinein. Aber du hast etwas Gutes gesagt, eigentlich das Kopieren. Und ich finde, am Anfang ist es absolut legitim, dass man etwas kopiert, weil schlussendlich ist eigentlich alles schon fotografiert. Ganz genau. Es gibt nichts mehr Neues, was man im Grunde machen kann. Aber indem man im Grunde etwas kopiert, kommt man auch automatisch in seine eigenen Dinge, weil man merkt, da hat es etwas drin, was mir nicht ganz so gefällt, ich muss es anders ausprobieren. Mhm. Und schon ist, wie du sagst, die eigene Handschrift drin. Dann ist es nicht mehr unbedingt eine Kopie, sondern es ist eine kreative Idee, die man übernommen hat, die einem berührt hat oder einem gefällt. Ja, inspiriert hat. Inspiriert hat. Und dann, finde ich, soll man es unbedingt machen, weil auch so kommt man weiter. Ja. Wenn man schaut, wie hat das gemacht und man versucht eben nachzumachen oder zu kopieren, damit man
so im Fotografieren sicher weiterkommt. Was hast du für Ansätze bei dir, wenn du dich weiterentwickeln willst? Also, was ganz sicher ist, Bücher. Ich schaue gerne andere Fotografen an. Ich habe auch unzählige, ich sage jetzt mal, Bücher über Bildgestaltung unterdessen, die ich gerne immer wieder mal reinschauen tue. Oder sonst, wenn ich irgendwo unterwegs bin, auch, also zum Beispiel das Buch, habe ich unter anderem geschenkt bekommen von einer Fototeilnehmer in Hamburg, weil mir das so gut gefallen hat. Und das war im Hotelzimmer und habe das Buch angeschaut und ich war total fasziniert von diesen Bildern, wie sie es gemacht haben, was für Ideen. Das ist jetzt nicht unbedingt Landschaftsaufnahme. Es muss auch nicht immer zu dem Thema sein, das man gerne selber fotografieren tut. Das ist mal sicher das eine. Und das andere ist, ich stelle mir selber Aufgaben. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Ja. Ich habe, das wissen auch einige, habe ich lange angefangen, also habe ich mir überlegt, ja, ich will weiterkommen. Ich habe die ganze Zeit die Bilder, Querformat, Farbig gesehen, Hochformat, Farbig. Und ich fand, ja, das ist gut. Und ich will etwas anderes. Ich will in meiner eigenen Fotografie weiterkommen. Und habe mir dann überlegt, ja, was kann ich machen? Und dann bin ich mal, weil ich Schwarz-Weiß schon immer gerne hatte, auf Schwarz-Weiß gekommen. Und dann haben wir natürlich überlegt, ja, okay, Format, das Querformat, Hochformat. Hochformat finde ich noch fast spannender als das Querformat. Und dann habe ich gefunden, okay, es hat früher einen Haseltag gegeben, wo man Quadrat fotografiert hat. Ich hatte zwar nie so eine, aber das Format finde ich einfach sehr spannend, weil man hat unheimlich viele Möglichkeiten in diesem Format. Da habe ich zuerst angefangen mit dem Quadrat fotografieren und dann irgendwann habe ich gefunden, ich will noch weiterkommen. Und dann habe ich angefangen, nur mit dem 50mm fotografieren. Ja, ganz gute Idee, ja. Und so habe ich angefangen, mich im Grunde noch weiterentwickeln. Und ich glaube, es ist auch eine gewisse Entwicklung hat stattgefunden mit dem Objektiv. Also ich fotografiere heute sicher anders mit dem Objektiv, wie wo ich angefangen habe. Das finde ich ganz eine gute Idee. Es geht auch ein bisschen ins Gleiche rein, dass man sich, wenn man sagt, also eins muss man immer klar voraussetzen, wenn man nicht gut drauf ist, kann man keine gute Aufnahme machen. Das ist so. Also man muss einfach gut drauf sein, das ist ganz klar. Und wenn man zu zweit unterwegs ist, der Partner kommt auch mit, der eine fotografiert, der andere nicht, dann gibt es in den seltensten Fällen gute Aufnahmen. Weil Fotografieren braucht einfach Zeit. Und wenn hinten immer ein bisschen suggeriert wird, ich sehe das ganz gut an vielen von meinen Fotos, wo ich genau weiss, wo meine Freundin gesagt hat, was ist jetzt mit dem Kaffee? Und das ist ja wie ein Messer im Rücken, der Druck. Und dann gibt es einfach keine guten Fotos. Das geht einfach nicht, oder? Das ist richtig. Da habe ich jetzt übrigens Glück. Meine Partnerin die nimmt das Buch mit und lässt dann einfach lesen. Und ich kann in dieser Zeit in aller Ruhe fotografieren. Ja, wir haben auch einen guten Trick herausgefunden. Wenn wir irgendwie so in einer Stadt sind oder so, dann merkt sie, dass ich giggerig bin auf Fotografieren. Und dann sagt meine Freundin mittlerweile, wann treffen wir uns wieder? Und dann sage ich, okay, in 4 Stunden, da und da. Und dann ist es super. Dann hat jeder das, was ihm gut tut. Ich bin zufrieden, sie ist zufrieden. Und dann gibt es auch gute Aufnahmen. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Aber um noch einmal darauf zurückzukommen, auf das, was du vorhin angetönt hast, mit denen sich Aufgaben stellen. Ich finde das ganz etwas Wichtiges. Ich habe das im letzten Fotodialog schon erwähnt, die Multi-Optionsgesellschaft. Und genau so ist es auch beim Fotografieren. Ich habe Lust zum Fotografieren, ich bin gut drauf, ich habe Zeit, ich gehe raus, gehe fotografieren. Ja, was wollen wir fotografieren? Es gibt so viel. Das ist so ein breites Spektrum, dass man einfach, ich bin fast überzeugt davon, ganz in den seltensten Fällen zu guten Fotos kommt. Weil es einfach zu viel hat. Man kann sich nicht fokussieren auf etwas. Ich glaube, das ist eher das Problem. Also ich habe das zwar auch schon gemacht, dass ich einfach gefunden habe, ich gehe raus fotografieren und lasse mich von der Natur inspirieren. Das ist auch eine Variante. Also das kann auch gut gehen. Genau, das ist richtig. Also das kann man nicht ausschliessen. Oder? Genau, also, es kann gut gehen. Aber du sagst es richtig, wenn man bewusst und gezielt fotografieren und sich auf etwas fokussieren tut und vor allem das fotografiert, was einem interessiert. Genau. Das sagen wir ja immer in unseren Kursen. Nur das fotografieren, was euch wirklich interessiert. Wichtiger Punkt. Ja. Weil, wenn ihr etwas fotografiert, was euch nicht zu 100% interessiert, wird in der Regel das
Bild auch nicht und gut. Um noch das zu ergänzen, was Philipp gesagt hat. Es ist schwierig, eine Architekturaufnahme zu machen, wenn man auf der Landschaft draußen ist. Also wenn man in der Landschaft ist, dann ist klar, dann lässt man sich von der Landschaft inspirieren, weil man ist in der Landschaft. Das ist richtig. Aber wenn ich in einer Stadt bin, kann ich ganz viel machen. Ich kann Architektur machen, ich kann Streetfotografie machen, ich kann helle Schatten mich konzentrieren auf solche Sachen. Also dort, ganz speziell, wenn man in die Stadt geht, fotografieren, dort muss man sich einfach eine Aufgabe stellen. Mhm. Und das könnten meiner Ansicht nach einfach zum Beispiel 2 oder 3 Punkte sein, die man sich vornimmt. Du hast vorhin ganz schön erwähnt, quadratisch. Ich habe 50 mm und ich mache schwarz-weiß. Das ist schon mal ein Ansatzpunkt. So. Man kann das aber noch mehr einengen, im Sinn nicht von, dass man irgendwie eingeschränkt ist, sondern es fokussiert auch den Blick auf das, was man sich vornimmt. Das könnte zum Beispiel sein, ich sage, ich mache Hochformataufnahmen, es muss immer ein Steger drauf sein, und auch Leute müssen drauf sein. Genau. Nur schon diese 3 Punkte. Ja. Dort das Blickfeld sofort auf fokussieren und auf das aufmerksam machen, was man eigentlich fotografieren will. Oder wenn er nur schon mal rausgeht und sagt, ich nehme alles auf, wo etwas Rotes drauf hat. Das ist so banal. Aber wenn ihr mal schauen, wie euch dann das Rote überall auffällt. Und das ist also für meine Ansicht da, ist das ein ganz gutes Hilfsmittel, sich wirklich zu konzentrieren, zu fokussieren und präsent sein für das, was man sich vorgenommen hat. So. Ja, und du sagst es richtig, indem man sich etwas vornimmt, zum Beispiel eben etwas Rotes zu fotografieren, also es muss auf jedem Bild etwas Rotes drauf sein, dann ist die Wahrnehmung automatisch so sensibilisiert, dass ich praktisch nur noch Sachen sehe, die rot ist, genau. Gelb, blau, grün, das werden wir gar nicht mehr gross wahrnehmen. Richtig, richtig. Und das hilft einem, seine Motive auch wirklich zu finden. Genau. Das ist ja meistens das grösste Problem, das ich immer an diesen Kursen höre, ist, ich weiß nicht, was fotografieren. Oder? Genau. Man geht ins Ausland und hat irgendwie etwas Exotisches in Indien, ja, dann laufen einem die Zeugen vor der Nase durch. Aber nicht, weil man kreativ ist, sondern weil es einfach fremd ist. Und darum ist das sofort interessant. Aber das kann jeder. Jeder kann in Indien farbige, bunte Aufnahmen machen. Für das muss er nicht kreativ sein, aber in der eigenen Stadt gute Fotos zu machen, das braucht dann schon ein bisschen mehr. Aber du sagst jetzt gerade wieder einen guten Punkt, Renato. Und zwar, geht in eure eigene Stadt oder geht in euer Dorf und lauft dort mal wirklich rum und macht euch Gedanken, was könnt ihr machen. Oder wenn ihr auf dem Land raus wohnt, dann geht gerade in euer Umfeld. Ich weiss, wir haben zum Beispiel, wo ich wohne, haben wir ein wunderbares Feld vorne dran. Jetzt ist es gerade ein Rapsfeld. Letztes Jahr war es, glaube ich, ein Sonnenblumenfeld. Und ich muss es unbedingt noch fotografieren, bevor es verblüht ist. Das heisst, ich muss 5 Meter zum Haus auslaufen und dann bin ich am Rapsfeld. Und dann setze ich mich mit dem Rapsfeld auseinander. Und nicht nur irgendwie das und dieses jenes fotografieren, sondern ich stelle mir eine Aufgabe. Ja, sehr gut. Ja. Und versuche ganz viele Aufnahmen zu machen mit verschiedenen Perspektiven. Und dann nachher im Grunde schauen, was oder welche Perspektive gefällt mir am besten. Und versuche mich so weiterzuentwickeln. Und versuche auch während dem Fotografieren völlig ungewöhnliche Perspektiven zu machen, wo man sonst nicht so kennt. Da kommt mir jetzt gerade der Spruch, den du vorhin schon erzählt hast, von Picasso in Sinn, der bringt es einfach auf den Punkt. Oder? Der grösste Find von der Kreativität ist der gesunde Menschenverstand. Das bringt es auf den Punkt. Absolut. Das macht man nicht, das sollte man nicht, das habe ich schon mal aufgenommen. Das schränkt einen immer ein. Oder? All die Sachen, die dann der Verstand einem suggeriert, die bremsen einem auch. Oder? Mhm. Also das Freie, das Schöne, was du mit dem Rapsfeld jetzt gerade erwähnt hast, ich bin jetzt total auf einem Makrotrip, und zwar im Garten, wo ums Haus herum ist. Dort hat es ganz viele Blumen. Ich muss nicht einmal in den botanischen Garten gehen. Ich kann es vor der Haustür. Und so viele Sachen, super. Das ist unglaublich. Und immer wieder, wenn ich sehe, wow, heute ist das Licht super, es windet auch nicht, sofort in den Garten raus. Das ist unglaublich, wie man am gleichen Ort, wenn man so ein Ziel hat und so sich fokussieren kann, was dann für gute Aufnahmen entstehen und so.
Ja, und dort sagst du, eben das Ziel vor Augen haben und wichtig ist, tun nicht zu weit suchen. Tun im Grunde fangen bei den Nasenspitzen an, weil dort sind die ersten Motive. Nicht irgendwo ganz weit rausdenken, ja, dort und dort hat es vielleicht das Motiv, sondern wirklich gerade beim nächsten Umfeld schauen. Ja, genau. Und gar nicht zu viele Gedanken machen, sondern einfach eine Aufgabe machen. Zum Beispiel eben, wie es der Renato macht, Makro. Ich habe mein Rapsfeld, das ich unbedingt fotografieren will. Und so kommen wir sicher relativ schnell auch gut weiter. Ja, finde ich auch. Und was ich ganz einen wichtigen Faktor finde, auch, das sehen wir auch auf unserer Facebook-Seite Fotomundo Gang, die Fotos, die dort immer so ein bisschen gepostet werden, oder auch in anderen Facebook-Gruppen, die meisten sind einfach zu wenig selbstkritisch. Das ist aber, ich glaube, das ist ein schwieriger Punkt, die Selbstkritik, weil man hat ja immer eine emotionale Verbindung zum Bild. Und dann wirklich selbstkritisch sein, das ist unheimlich schwierig. Ja. Das sehe ich bei mir selber auch. Das ist bei jedem so natürlich. Das ist nicht einfach. Aber das ist ganz ein wesentlicher Punkt, oder? Auf jeden Fall. Ja, also das ist eigentlich essentiell, dass man nachher wirklich Bilder aussucht, die wirklich richtig gut sind. Und was mir hilft zum Beispiel bei der Selbstkritik, ist immer das, wenn ich ein Foto gut finde, dann langt das nicht, die gut zu finden. Sondern ich muss auch können sagen und beschreiben, wieso dass ich die Foto gut finde. Das hilft einem, zu sagen, ich weiß eigentlich nicht, wieso dass ich die gut finde. Dann kann man sie gerade fortrühren. Weil wenn es kein Argument gibt, wieso dass sie gut ist, dann ist sie auch nicht gut. Oder? Das ist richtig. Aber ich finde, man soll es auch umgekehrt machen, dass wenn man ein Bild nicht gut findet, dass man versucht zu formulieren, warum finde ich das Bild nicht sehr gut. Ja, weil sehr dann lernt man ja auch, wenn man am Fotografieren ist, beim letzten Bild habe ich solche Sachen nicht gut gefunden, aus dem und dem Grund, dann muss ich es ja jetzt nicht nochmal so fotografieren. Ja. Also, dass man im Grunde immer beide Aspekte anschauen tut, warum findet man das Bild gut und warum findet man das Bild nicht gut. Ja, das ist richtig, ja. Wenn man natürlich einen Partner hat oder so, durchaus einmal einen Partner fragen oder Freunde fragen oder eben, ihr dürft auch in der Facebook-Gruppe Fotomundo Gang, dürft die Bilder durchaus einmal einstellen und fragen, findet ihr das Bild gut oder nicht? Genau, das ist richtig. Ich habe früher immer, wo es noch klein war, meine Kinder gefragt. Das ist unglaublich. Zwei Fotos im Büro gehabt und ich habe nicht gewusst, welche ich nehmen soll, um zu vergrössern. Dann habe ich ein Kind, ich habe drei Kinder, ein Kind nach dem anderen reingeschickt und gesagt, sag mir, welches das besser ist. Und durchs Band weg haben alle drei immer aufs Gleiche gezeigt. Sie haben nicht sagen, wieso, aber einfach... Sie haben einen viel freieren Blick, ja, das ist richtig. Also darum... Sie haben eben keinen gesunden Menschenverstand. Also, ja, das ist noch spannend. Übrigens gerade zu Thema Kind. Das Bild kann man jetzt leider bald nicht mehr fotografieren, weil der Turm dann nicht mehr da ist. Habe ich das gemacht, habe ich es meiner Partnerin geschickt und sie hat es dem Kind gezeigt. Und die haben alle gefunden, das ist aus irgendeinem Game. Ja. Also das war gerade die erste Antwort und das habe ich wirklich recht lustig gefunden. Und wenn man es genauer anschauen tut und mal drauf schauen tut, dann hat das durchaus etwas, wenn man solche Sachen macht. Also, da ist eine ganz andere Fantasie vorhanden. Das ist sehr, sehr spannend, wenn man die Möglichkeit hat, Bilder Kind zu zeigen. Also nur als Beispiel, um nochmal darauf zurückzukommen, wenn man so eine Aufgabe stellen will. Es ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, dem, ich gehe in die Stadt, nehme zum Beispiel ein Objektiv mit, ein Stativ und mache ein bisschen Langzeitbelichtungen, dass die Leute verschwommen sind. Aber alles andere ist scharf. Das könnte zum Beispiel so eine Aufgabe sein, wo man ganz interessante Sachen kann machen. Also überlegt euch voran, bevor ihr geht, was will ich aufnehmen? Was für ein Thema stelle ich mir heute? Ich finde das ganz, ganz etwas wichtig. Wenn man auf einer Reise ist, ist klar, man geht in die Ferien, dann ist man dort, dann ist das Motiv eigentlich gegeben, oder? Also, aber auch dort kann man auch sich zum Beispiel im Vornherein, wenn man zum Beispiel ein Fotobuch macht, kann man sagen, will ich ein Fotobuch nach Zeit gliedern, also genauso wie ich gereist bin, oder mache ich Themen, zum Beispiel die Menschen, die Städte, das Essen,
Und dann habe ich mir das schon im Kopf vorbereitet. Und wenn ich noch immer bin und bin am Essen, oh ja, das Essen muss ich noch aufnehmen, oh ja, die Menschen muss ich noch aufnehmen. Und dann hat man nämlich schon sich etwas vorgenommen. Alles, was man vorbereitet, schränkt einem nicht ein, sondern es befreit einem vom Druck, ich muss eine gute Aufnahme machen, ich muss eine gute Aufnahme machen. Sondern man fokussiert sich auf das, was man eigentlich fotografiert hat. Du hast jetzt, Renat, eigentlich ein gutes Stichwort gebracht, Druck. Also das finde ich ist auch ganz wichtig, dass man sich nicht selber unter Druck setzen tut. Ich muss jetzt eine gute Aufnahme machen. Genau. Ja. Weil ich glaube, dann funktioniert es einfach nicht. Ja. Weil man ist so unter Druck, man hat die Kreativität nicht. Ja. Man ist nicht gut drauf. Genau, man ist nicht gut drauf. Und ja. Ich sehe das auch immer wieder in den Kurs. Ich erlebe das immer wieder, dass ich Leute habe, die sind einfach an dem Tag nicht gut drauf. Das kann es mal geben, man ist nicht gut aufgestanden, ja. Es ist irgendetwas vorgefallen oder man ist auf der Hinreise, ist etwas passiert. Und dann finde ich immer, das ist ganz wichtig, dass sogar ich mal gemacht auf einer Fotoreise, ich kann einen Tag lang einfach nicht fotografieren. Ja, sehr gut. Ja. Weil einfach, ich habe gemerkt, es geht nicht ja. Und ich habe mich zu fest unter Druck ja. gesetzt. Und dann kein schlechtes Gewissen haben. Dann könnt ihr genau. die anderen beobachten, was die anderen so machen. Und auf einmal packt es euch vielleicht auch wieder. Oder also. Einfach die Landschaft geniessen ja. und auf einmal kommt man wieder in die Reihe und findet, hey, das interessiert mich, das will packt's ich fotografieren. Ja, das ist ganz ein guter Hinweis, ja, finde ich auch. Setzt euch nicht unter Druck. Das ist ja auch einer von meinen Lieblingssprüchen, wo ich immer auch wieder ein bisschen weitergebe. Ihr müsst nicht besser sein als die anderen. Also zum Beispiel höre ich das an mein Vielen so. Wow, das ist ein super Fotograf. Ah, das kann ich nie. Das bringe ich nie an. Und dann kommt nie die Missgunst, was alles auch, und macht sich wieder kleiner. Ihr müsst euch nicht kleiner machen, das machen schon die anderen. Aber der Spruch ist eben genau so. Ihr müsst nicht besser sein als die anderen. Ihr solltet einfach besser sein, als ihr gestern waren. Das heisst, ihr müsst euch nur an euch selber messen. Nicht mit anderen vergleichen. Weil das ist immer so ein Trugschluss. Ich sehe ein schönes Foto, ach, das kann ich nicht. Aber es steht nicht dort, dass der 3 Wochen lang dort an dem Ort gewartet hat, bis genau das Licht und alles so stimmt. Das steht nie unten dran. Und wenn ihr zu dem Zeitpunkt da wärt, wo er da war, wo 3 Wochen gewartet hat, hätte die genau die gleiche Aufnahme gehabt. Also lasst euch nicht blenden von solchen super Fotos. Tönt euch auch nicht messen mit denen. Tönt euch nur an euch selber messen. Also ihr solltet einfach bei euch sehen, dass ihr Fortschritt macht. Und das ist das Entscheidende. Oder? Nicht euch vergleichen mit anderen oder so. Oder? Und ich stehe da nicht drin, dass der schon 50 Jahre fotografiert. Oder? Das ist genau. ein Erfahrungswert, den man nicht einfach so schnell reinziehen kann. Oder so, oder? Genau. Was mir übrigens auch noch geholfen hat, um in meiner Fotografie weiterzukommen, das ist meine eigene persönliche Entwicklung. Also ich setze mich auch sehr gerne mit mir selber auseinander. Ich habe das Glück, ich darf mit meiner Partnerin und ihren 4 Kindern zusammenleben. Und das ist eine wunderbare Sache, ist aber auch eine grosse Herausforderung. Und ich habe unheimlich viel gelernt, jetzt in den 2 Jahren, wo ich mit ihr schon zusammen wohne. Und ich finde, das ist auch ganz ein wichtiger Punkt, dass man sich mit seiner eigenen Persönlichkeit auseinandersetzen tut, dass man in der Fotografie eben auch weiterkommt, weil man lernt auf einmal ganz andere Perspektiven kennen. Ja. Also ich finde das eigentlich fast der wichtigste Punkt, obwohl das schwierig ist zum Vermitteln oder auch zum Angehen. Ich kann ja mich nicht von heute auf morgen ändern. Aber ich behaupte, und aus meiner langjährigen Kurserfahrung kann ich auch wirklich sagen, man kann nur so fotografieren, wie man ist. Man sieht nur das, wie man ist. Also ich kann nicht anders schauen, als ich bin. Und das ist ganz ein wichtiger Faktor. Also ich kann sogar behaupten, und ich kann das auch viel den Kursteilnehmern können, auch zeigen, dass wenn ich jemandem sage, zeig mir deine 10 besten Fotos. Und dann schaue ich die an und ich kann ziemlich genau beschreiben, wie die Person ist, die die Fotos gemacht hat. Weil man sieht das in den Fotos rein. Ihr könnt nur so fotografieren, wie ihr seid. Und das heisst also nicht, ein neues Objektiv und ihr macht andere Fotos. Nein, das hat ganz viel mit dem zu tun, was der Philipp jetzt auch gesagt hat, mit der eigenen Entwicklung. Genau, also bei mir hat es zum Beispiel auch mal eine relativ düstere Phase gegeben in der Fotografie. Und dann hat es wieder eine relativ helle Phase gegeben in der Fotografie. Unterdessen finde ich es bei mir relativ ausgeglichen.
Aber das ändert sich immer wieder. Also, wie man sich selber, also wenn man sich selber weiterentwickelt tut, dann verändert sich auch wirklich die eigene Fotografie. Ja. Und man schaut auf ganz andere Sachen. Also es geht nicht darum, dass ihr jetzt euch von heute auf morgen ändert. Es geht einfach darum, dass ihr den Fokus auch ein bisschen auf das legt. Wie bin ich? Wieso mache ich solche Fotos? Bin ich das? Sehe ich mich in dieser Foto rein? Oder ist das einfach nur eine Dokumentation? Oder habe ich versucht, mein Innenleben in ein Foto rein zu transportieren? Genau. Das sind die Fragen, wo einem... es gibt nicht richtig und falsch, auch da nicht. Oder? Es geht einfach darum, dass man auch dort ein bisschen den Fokus projizieren und sich auch über solche Sachen ein bisschen Gedanken dort machen und so. Oder? Genau. Und ein weiterer Punkt ist, eben nicht ein neues Objektiv kaufen, wie du gesagt hast, sondern eigentlich ins Wissen investieren. Sehr gut. Also das ist eigentlich fast der beste Punkt. Also wenn ich irgendetwas weiterkomme, dann gibt es ja ganz viele Möglichkeiten heute. Eben Bücher, andere Fotografen anschauen, mit Freunden reden, ist auch ein wichtiger Punkt. Ja. Es gibt YouTube, wie wir jetzt gerade sehen. Ja. Es gibt E-Books, die man kann schauen kann. Und natürlich das, was wir eigentlich auch anbieten, das sind Fotokurse. Also, genau. Weil dort kommen wir ja auch das entsprechende Feedback von den Kursleitern über. Je nachdem, was für einen Kurs das ihr besuchen und es gibt eine Bildbesprechung, dann sehen wir ja auch, was die anderen gemacht haben. Und in einem Mehrtageskurs dort ist ja so, dann tun wir ja auch untereinander miteinander schwätzen und sehen auch gleichzeitig, ja, was machen denn überhaupt die anderen? Genau. Also ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt. Sprichst du das gerade an, weil es geht immer auch ein bisschen um den Austausch. Es gibt nicht richtig und falsch. Es gibt einfach andere Ansichten, andere Perspektiven. Genau. Und das ist immer interessant, dass es so ein bisschen, ich mag mich noch erinnern, wir waren einmal an einer Fotoreise in Venedig und wir haben... sind ja immer an dem gleichen Ort gewesen. Und dann haben wir eine Teilnehmerin gehabt, die hat immer raufgeschaut und ich dachte, ja, was ist mit deren und so. Und am Abend, als wir dann Bildbesprechung hatten, haben wir gesehen, die hat ganz andere Sachen aufgenommen. Die hat Details aufgenommen, oben, wo ich gar nicht gesehen habe. Die ist einfach, sie war natürlich auch eher eine Verträumte gewesen, eine, die halt ein bisschen so rumschaut. Und sie hat auch so Fotos gemacht. Aber ganz spannend, am gleichen Ort komplett unterschiedliche Aufnahmen. Und dann habe ich am nächsten Tag auch ein bisschen raufgeschaut. Das war dann wieder so eine Inspiration. Ich sagte, ah, man kann es auch so anschauen. Oder? Und darum ist das Investieren eben nicht investieren in ein Objektiv oder eine Kamera. Das kann man auch machen. Aber nicht meinen, ein neues Objektiv bringt bessere Fotos, sondern dort da oben investieren. Dort da oben investieren, ob es Bücher sind oder eben Kurs besuchen mit anderen Leuten, die auch fotografieren, sich austauschen. Das ist das, was einen weiterbringt. Und so. Diskussion, der Austausch über eigene Fotos, über andere Fotos reden, das finde ich, das bringt eigentlich sehr, sehr viel. Und das bringt einem auch schnell weiter. Und vergessen einfach die Frage nicht, das ist immer bei uns auch der Punkt 1. Was genau interessiert mich, wenn er ein Foto macht? Und zwar bevor er abdruckt. Ich will ein Foto machen und was genau interessiert mich an dieser Foto? Das ist so banal, das ist so die banalste Frage, die man stellen muss. Aber wir müssen mal schauen, wie lange er dann daran überlegt, wieso genau mache ich die Foto? Und wenn er nicht gerade in den ersten 2-3 Sekunden eine Antwort hat, dann könnt ihr gerade wieder weiterlaufen. Weil dann gibt es nichts, weil dann habt ihr euch nicht auseinandergesetzt mit dem. Oder? Was genau interessiert mich? Das finde ich... ein wesentlicher Punkt. Oh, absolut. Also ich finde es sehr wichtig, wenn man ein Thema fotografiert, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen tut. Was das auch immer ist, die Landschaft selber, es kann ja irgendeine Landschaft sein, aber die Landschaften die sind bei uns in der Schweiz ganz anders im Mittelland, wie zum Beispiel in den Bergen oder in den Alpen oben. Ja. Und an der Nordsee oben ist es auch wieder anders. Also, dass man sich einfach auch mit so Landschaften auseinandersetzen tut. Ja, das ist richtig. Und dann hat man auch eher eine Vision, sag ich mal, was man überhaupt will fotografieren. Ja. Jawohl, Vision, das sagst du ganz richtig. Man sollte eigentlich eine Vision haben von dem, was man machen will. Und nicht, wie das meistens so gehandhabt wird,
man macht ein Foto und sucht dann nachher eine Vision, oder? Was habe ich gesehen da? Oder? Nein, es ist viel hilfreicher, wenn er eine Vision schon im Vornherein will. Was habe ich für eine Vision, was habe ich für eine Vorstellung, wenn ich Fotos machen will? Ja, genau. Also ich bin schon auch jemand, der häufig unterdessen sehr gezielt geht, fotografieren, ja, weil ich ein Bild im Kopf habe, wo ich will fotografieren. Ja. Und häufig ist es so, dass ich nicht nur einmal dort hingehe, sondern mehrmals dort hingehe, damit ich nachher wirklich das Bild im Kasten habe, das ich in meiner Vision habe. Das ist übrigens schon so, auch wenn man jetzt eben in die Stadt geht, fotografieren, dann kennt man ja die Plätze. Die kann man immer wieder besuchen. Und sich immer am gleichen Objekt zum Beispiel wieder versuchen, dass man immer besser wird oder so. Genau. Das finde ich einen wichtigen Faktor auch. Ja. Also, gut. Wunderbar. Ich glaube, wir könnten stundenlang über das Thema reden, wie kann man sich weiterentwickeln, fotografisch, persönlich. Genau. Ich glaube, da lange nicht nur ein Tag, da braucht es irgendwie immer wieder Zeit, ein Jahr, wenn nicht sogar, dass man einfach weiterkommt. Aber ich glaube, wir haben euch doch recht gute Inputs mitgeben können, wo ihr euch Gedanken darüber machen könnt, genau, wie ihr in eurer eigenen Fotografie weiterkommt. Genau. Und vergesst nicht, all die Knöpfe hier unten zu drücken, abonnieren, Glocke, genau, und schreibt auch Kommentare drin, wenn ihr etwas wollt, oder was für ein Thema das euch interessiert, oder was ihr gut gefunden habt, was nicht, was wir verbessern können, was auch immer ihr wollt, könnt ihr unten nie. Ja, natürlich auch, wie ihr euch selber weiterentwickeln mit welchen Themen oder mit welchen Möglichkeiten. Genau, ja. Und klar, wir freuen uns, wenn ihr uns können wir in einem Kurs besuchen dann und euch das so weiterentwickeln. Genau, dann können wir gerne weiter über das Thema philosophieren. Ja, genau. Und vergessen nicht die zwei wichtigsten Punkte. Weniger ist mehr und gib alles. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao miteinander.